Nach einem Jahr Bauzeit hat die Universitätsmedizin Mannheim eine neue Hightech-Einrichtung, ein sogenanntes Heißlabor, in Betrieb genommen. Es dient zur Herstellung radioaktiver Arzneimittel, also heißem Material, beispielsweise von Kontrastmitteln zur Untersuchung von Krebspatienten. Das Labor bietet die besten Voraussetzungen, die Möglichkeiten der Nuklearmedizin auf breiter Basis für die Patienten einzusetzen. Ein Vorteil des neuen Labors: die Strahlenbelastung konnte weiter gesenkt werden. Alleine für die Abschirmung wurden etwa 10 Tonnen Blei verbaut. Die eingesetzten Geräte müssen über hohe Genauigkeiten verfügen. Und so ist es kein Wunder, dass die Kosten für das neue Labor rund 1,8 Millionen Euro betrugen. Angesiedelt ist es beim Institut für klinische Radiologie und Nuklearmedizin. Institutschef Professor Stefan Schönberg und sein Team haben hier die Herstellung sogenannter Tracer in den Mittelpunkt gestellt. Tracer sind spezielle Kontrastmittel, die, wenn man sie dem Menschen verabreicht, von innen heraus Signale abgeben und somit ganz spezifisch Erkrankungen erkennen können. Diese Signale werden von Spezialgeräten empfangen, nuklearmedizinische Kameras, entweder genannt Scintigraphie oder speziell auch die sogenannte Positronenemissionstomographie. Bei der Herstellung der Tracer müssen höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die benötigten Substanzen werden durch eine Schleuse in den Bearbeitungsraum gebracht, sodass sichergestellt ist, dass sie ihren Zweck, das Aufspüren von Krankheiten, erfüllen können. Das Besondere ist, dass wir letztendlich in Abhängigkeit von diesen Tracern viele verschiedene Krankheiten diagnostizieren können. Aber sicherlich ganz auch vorwiegend steht im Vordergrund die onkologische, das heißt die Krebsdiagnostik von Primärtumoren, aber insbesondere auch von Krebsabsiedlungen, sogenannten Metastasen. Meist ist der Krebs aber schon diagnostiziert. Dann geht es um die Feineinstellung. Es geht einerseits jetzt darum, die Fernabsiedlungen aufzuspüren, um das genaue Erkrankungsstadium und damit auch die optimale Therapie hier an der Universitätsmedizin Mannheim festzulegen. Oder wenn eine Erkrankung bereits erfolgreich geheilt wurde und es zu einem Rückfall kommt, neue Manifestationen dieser Erkrankungen, sogenannte Rezidive, gezielt aufzuspüren. Wegen der Anwendung der gemessenen Nuklide an Menschen müssen die Geräte, etwa ein Aktivimeter, eine besonders hohe Messgenauigkeit aufweisen. Nur dann erfüllen die Tracer ihren Zweck, nämlich auch die allerkleinsten Tumorherde aufzuspüren und schon in diesem Stadium einer Behandlung zuzuführen. Diese Spezifität, das heißt diese Zielgerichtetheit, erreichen wir nur mit diesen nuklearmedizinischen Sonden, die an ganz speziellen Markern der Krebszelle andocken und diese dann quasi zum Leuchten bringen für die nachfolgende Therapie. Es bedeutet für den Patienten, dass er schneller in einem Ablauf von der Diagnose zur Therapie kommt, die Therapie präziser, schonender, das heißt minimalinvasiver und auf sein genaues Erkrankungsstadium zugeschnitten ist. Die fertigen Tracer werden den Patientinnen oder Patienten als Kontrastmittel für eine Untersuchung im Computertomographen, hier eine nachgestellte Situation, eingespritzt. Ohne ein eigenes Heißlabor zur Herstellung von radioaktiven Tracern, die ja nur eine sehr kurze Halbwertszeit haben, wären diese Untersuchungen nicht möglich. Es gilt hier tatsächlich, höchste Gesetze der Arzneimittelgesetzgebung zu beachten. Die Substanzen erfüllen die Auflagen eines Arzneimittels und müssen deshalb unter ganz spezifischen Sterilitätsvorgaben und auch ganz spezifischen Prozessvorgaben zusammen synthetisiert und auch abgefüllt werden. Und das geht nur in einem speziellen Labor mit einem ganz speziell geschulten und erfahrenen Team aus Radiochemikern, Radiopharmazeuten, Nuklearmedizinern und auch medizinisch-technischem Personal. Die hier erzeugten Bilder werden von den Medizinern des Instituts für klinische Radiologie und Nuklearmedizin ausgewertet. Professorin Karen Annette Büsing kann hier schon die kleinsten Ansiedelungen erkennen. Bei dieser Patientin wurden Lebertumore festgestellt. Jeder schwarze Punkt bedeutet eine Metastase. Solche Ergebnisse eröffnen für die Patienten Möglichkeiten einer gezielten Behandlung.
Aufgrund der hohen Vorgaben bezüglich Arzneimittelgesetz und der Nähe von Forschung und klinischer Übertragung hat dieses AHS-Labor überregionalen Alleinstellungscharakter und bietet damit im Besonderen für Patienten, die eine Maximalversorgung brauchen, einen großen Einzugsraum und erlaubt uns somit innovative Therapien für sehr, sehr viele Patienten aus der Region anzubieten. Und damit ist man dem Ziel, den Krebs nicht nur zu erkennen, sondern auch behandeln zu können, wieder einen Schritt näher gekommen.